Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr es gewohnt seid, erfahrt am Anfang immer die wichtigsten Dinge, und zwar, wo ihr uns folgen und verfolgen könnt. Das ist auf diversen Social Media Kanälen, und zwar von Facebook über TikTok und Instagram über Strava, also wenn ihr auch wissen wollt, ob wir auch sportlich was zusammenbringen, bis hin zu den uns am liebsten seienden Plattformen wie Patreon und Steady, weil dort könnt ihr uns nämlich auch Geld zustecken. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass ihr uns auf den Podcatchern abonniert und dass ihr auf Spotify und auf iTunes uns 5 Sterne gebt, damit auch viele andere Menschen mitkriegen, wie toll das dieser Podcast ist. Damit ich nicht alleine vor mich hin labere, ist wie immer der Flo bei mir. Hallo Flo. Hallo Peter. Und damit ihr auch mitbekommt, warum ich die ganze Zeit schon sehr freudig erregt vor mich hin plappere, darf ich euch bekannt geben, wir haben auch jetzt wieder einen Interviewgast bei uns, der neben der Inventarnummer ZIP2-6810 auch auf den Straßen dieser Welt zu Hause war und dort schon die eine oder andere Zeit in den Asphalt gebrannt hat. Neben seiner Profession als Politikwissenschaftler ist er nämlich auch ein unpackbar schneller Läufer gewesen. Und warum das so war und warum er es jetzt nicht mehr ist und was da sonst noch alles so ist, das dürfen wir erfahren. Hallo Peter Filzmeier. Wir freuen uns. Hallo Flo. Hallihallo. Dann darf ich ja gleich mal losstarten. Bleibt überhaupt noch Zeit, neben dem Königlberg auch noch Sport zu treiben? Früher ja, jetzt altersbedingt immer weniger. Das liegt aber nicht am Uhrzeiger, sondern an den 54 Jahren, die ich mittlerweile schon zähle. Als ich wirklich noch trainiert habe, und das hat bedeutet tägliches oder fast tägliches Training mit manchmal dreistelligen Kilometerumfängen in der Woche, habe ich immer sehr in der Früh trainiert, denn da war ich noch Herr meiner Zeit. Und mit einem Trainingspartner haben wir den Spruch getan, im Sommer waren wir zwei Romantiker, die in den Sonnenaufgang hineingelaufen sind, im Winter waren wir zwei Trotteln, die bei Glatteis in der Dunkelheit am Flussufer entlang gestampft sind. Aber das geht ja vielen so. Wohl wahr. Also gerade unter unseren HörerInnen sind, glaube ich, sehr, sehr viele, die Kopflampen nur zu gut kennen. Und wie kam es dazu, dass du dem Laufsport erfallen bist? Weil ich habe auch dein Buch, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich es gelesen habe, aber du bist ja allgemein großer Sportfan. Warum bist du noch gerade dem Laufen dann so verfallen? Also gelaufen bin ich seit der Schulzeit, aber das konnte man noch nicht Sport nennen. Und die eigentliche Ursache war ein Unglück. Ich hatte einen Skiunfall Mitte meiner 20er Jahre. Da wäre es rechts zurück auf die Piste gegangen und links ging es 5 Meter in einen Abgrund. Ich habe mich kopfüber für links entschieden, eine klassische Fehlentscheidung. Eine traurige Folge davon waren 2 schwerst beschädigte Ellbogen, die man auch nicht mehr so ganz richtig hinbekommen hat. Da sind viele Sportarten wie zum Beispiel Tennis dann leider weggefallen. Und ich habe was gesucht, wo mich das überhaupt nicht beeinträchtigt. Und das war Laufen. Und da ist dann immer mehr daraus geworden und dann zunehmend auch der Ehrgeiz gekommen. Das heißt, von Kindesbeinen an Vollsportler und dann halt auch gleich direkt quasi das Training intensiv durchgeführt, oder war das zuerst nur so ein nebenher, ich nenne es mal Freizeitjog? Also zunächst danke für die netten Worte, aber Vollsportler von Kindheit an stimmt nicht. Ja, mal gekickt bei einem Fußballverein, aber irgendwo zwischen Ersatzbank und diversen Positionen gewechselt. Und ich sage lieber gar nicht die Spielklasse, aber die Zahl war sehr hoch, also die Klasse tief, irgendwo 4., 5. Liga in der gefühlten Erinnerung. Laufen habe ich in der Schule insofern gemerkt, dass ich, je länger die Strecke ist, besser werde als im Vergleich zum Sprint. Also manche, bei denen ich über 60 Meter keine Chance hatte, die habe ich dann schon wieder getroffen, wenn die Runde weitergelaufen wurde im Stadion, geschweige denn, wenn es 2 oder 3 Runden war. Und zunächst war es Laufen einfach mal von A nach B, oder jede Strecke war ja für mich neu, das war ja auch faszinierend, und sei es die Prater Hauptallee oder auch im Wienerwald, überhaupt nichts von Training verstanden, geschweige denn von systematischen Trainingsplänen. Und dann habe ich mir irgendwann eingebildet, ich muss einen Marathon laufen.
weil ich relativ jung war, habe ich das auch geschafft, im Sinn von, ich bin ins Ziel gekommen, bitte breiten wir den Mantel des Schweigens über Zeit und so weiter. Es waren zwei Versuche, beide klar über 3 Stunden. Dann habe ich aber erst durch Gespräche mitbekommen, man kann das schon irgendwie systematischer und schlauer trainieren als ich. Und das habe ich dann auch gemacht, war dann allerdings eher auf so klassischen Volkslaufstrecken, 10 Kilometer plus minus bis zum Halbmarathon unterwegs. Der Peter ist immer ein gutes Beispiel dafür, dass man keine Systematik braucht, um Marathon zu laufen, weil der ist Systematik und Trainingsfeind, würde ich sagen. Ja, man kann mir ja vorwerfen, als ich dann systematisch trainiert habe, bin ich immer kläglich gescheitert beim Marathon. Manchmal aus ganz banalen Termingründen. Ich konnte nicht starten, weil beruflich was dazwischen kam. Und beim Marathon ist eben leider nicht wie beim 10-Kilometer-Lauf. Na, dann starte ich halt nächste Woche irgendwo anders. Da musste ich absagen, schweren Herzens. Aber ich bin auch an der mangelnden Intelligenz meinerseits gescheitert. Als ich den wirklich schnellen Marathon versuchen wollte, war das in Wien ein legendärer Hitzetag mit schon am Start weit über 20 Grad und es sollte an die 30 oder noch mehr bekommen. Intelligente Menschen haben all ihre Zeitpläne vor dem Start über den Haufen geworfen. Klein Peter war nicht so intelligent. Ab Kilometer 25 sind die Kilometerzeiten höher und höher geworden und irgendwo auf der Hauptallee auf dem Weg zum Lusthaus ist es kläglich geendet, mein Vorhaben, wobei das Aussteigen noch die beste Entscheidung des Tages war, denn Trainingspartner wiederum, die sich irgendwie ins Ziel geschleppt haben, die hat man, obwohl es ein Frühjahrsmarathon war, im ganzen Jahr teilweise nicht mehr gesehen. Ich konnte Ende Juni schon halbwegs ehrenvoll einen Volkslauf wenigstens wieder absolvieren. Ich glaube aber, dass Läufer, dass ein Grund, warum man Läufer ist, dass es einem nicht immer auszeichnet, dass man mit Intelligenz gesegnet ist, was das Laufen betrifft. Ich glaube, manchmal muss man ein bisschen verrückt sein und ein bisschen was probieren, um's. Und die Beschreibung, die du jetzt von dem Marathon gemacht hast, hätte perfekt auf Peters ersten Marathon zugetroffen. Bis auf das Aussteigen, weil er hat sich dann noch irgendwie ins Ziel gequält, aber das. Aber es war ein Hitzemarathon, es war in Wien, ab der Prater Hauptallee war lustig, einfach in meinem Wortschatz nicht mehr vorhanden. Und die Zeit war auch anwesend. Es ist ja in Wahrheit noch schlimmer, wie es zum Aussteigen kam oder was dann passiert ist. Ab Kilometer 25, wie gesagt, wurde es langsamer, als ich wollte, so in Richtung Kilometer 30. Und da hat man dann schon verloren, hatte ich Gedanken ans Aussteigen. Aber das zeigt so schön den Ausnahmezustand, in dem man ist. Ich bin dann stehen geblieben, irgendwo mitten auf der Hauptallee, habe mich kurz auf ein Bänkchen gesetzt. Da ging es mir natürlich physisch und psychisch nicht besonders gut, aber auch noch nicht so schlecht. Und dann hatte ich in diesem Ausnahmezustand im Kopf fest verankert, jetzt musst du auslaufen. Statt dass ich aber zur nächsten U-Bahn-Station langsam jogge als Auslaufen, laufe ich weiter Richtung Lusthaus mit meiner Denkschwäche dieses Tages. Und irgendwie, als ich wirklich beim Lusthaus war, dann bin ich ein zweites Mal stehen geblieben und dann habe ich erst realisiert, so Peter, jetzt hast du ein noch größeres Problem, weil du musst ja, und wer in Wien schon gelaufen ist auf der Allee, weiß das trotzdem, zu dieser U-Bahn-Station Schlachthausgasse. Und vom Lusthaus ist die dann schon sehr, sehr weit entfernt, wenn man schon 30 schnelle Kilometer plus 2,5 Kilometer Auslaufen in den Beinen hat. Und das wurde dann ein mühsamer Fußmarsch, wo ich mir schrecklich, schrecklich leid getan habe. Am meisten natürlich, weil ich selber schuld war. Das verstehe ich. Aber ich habe letztens eine ähnliche Geschichte gehört, wo auch wer beim Marathon gelaufen ist, erster Marathon, glaube ich, wollte dann auch aussteigen und ist zu einer Busstation gegangen. Und der Bus ist aber nicht gekommen. Also ist er einfach zur nächsten Busstation gegangen. Und er ist so lang von einer zur nächsten Busstation gegangen, bis er dann im Endeffekt schon Kilometer vom Ziel war und hat sich gedacht, naja, jetzt kann es dann auch fertig laufen. Also kann das so auch gehen. Ja, ich weiß nicht, ob das mit U-Bahn-Stationen auch funktioniert. Auf dem Gleisgelände läuft es wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Und die kommen einfach zu oft. Und zu schnell, ja. Das wäre dann richtig ungesund geworden. Aber was ich dann mitbekommen habe, das ist alles irgendwie Asphalt. Also 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. War das immer dein Steckenpferd Asphalt oder bist du auch Offroad gelaufen? Es war viel Offroad dabei oder gemischte Läufe, wo Feldwege und asphaltierte Nebenstraßen sich abgewechselt haben. Das Einzige, was ich nie war, ist Bahnläufer. Erstens, weil ich nicht in ganz jungen Jahren zu laufen begonnen habe. Letztlich auch, weil der Spaßfaktor
doch enden wollen, ist, wenn man halbwegs gut läuft und trotzdem zweimal überrundet wird bei einem 5.000 oder 10.000 Meter Lauf, da ist es einfach psychisch doch leichter, wenn man von Leuten halt nur die Rückenansicht mitkriegt, aber sie überrunden einen wenigstens nicht. Und ganz banal, mit Laufschuhen irgendwo loslaufen oder auch einen Volkslauf am Sonntag finden, das geht. Bei einem Stadion vorbeikommen ist schon seltener, dort trainieren oder auch einen Wettbewerb mitmachen dürfen. Ich war zwar phasenweise bei Vereinen gemeldet, aber das ist dann schon viel, viel schwieriger. Aber ja, ich habe auch oft die Klassiker in Wien und Umgebung wie rund um den Lainzer Tiergarten gemacht, auf das Hamo hinauf. Wobei schlimm war es für mich immer durch Training. Auch im Wienerwald war ich bergauf gar nicht so schlecht, manchmal sogar eine Spur besser als Leute, die mich bei 10 Kilometer flach klar geschlagen haben. Nur meistens war fieserweise, weil es eben kein Berglauf war, das Ziel wieder irgendwo im Tale unten. Und das war frustrierend. Also man hat nach oben hin es irgendwie geschafft, eine Gruppe sogar anzuführen, und dann sind die alle wieder vorbeigelaufen auf den Wagemut verlangenden Bergabstücken. Vielleicht war ich auch zu feige. Ja, das Problem kenne ich nur zu gut. Bei mir ist es die Feigheit, die mich dann bergab meistens bremst. Es ist ja auch die Vernunft, weil für letztlich vielleicht den dritten Platz, und alle Hintertupfinger mögen mir es verzeihen, aber quasi beim Hintertupfinger Volkslauf, den es so meines Wissens nicht gibt, da also wirklich Leib und Leben zu riskieren mit extra Vorlage und ganz großem Schritt, wie man es bergab machen soll, das aber auf gatschigem Gelände, da habe ich dann ein bisschen den Bremsschritt zu sehr gehabt. Ja, man sagt ja dem Flo und mir nach, dass wir gemeinsam ein echt guter Trailläufer werden, aber er ist halt bergauf sehr gut, ich bergab, und irgendwie treffen wir uns dann am Ende wieder. Also abgesehen davon, dass es verboten ist, ihr schaut euch nicht ähnlich genug, dass dieser Zwillingstrick funktioniert. Das ist leider wahr. Hase- und Igel-Trick. Ob das beim Auffallen würde? Vielleicht den anderen Läufern nicht, weil die sind ja auch schon so erschöpft und haben ihrerseits den Tunnelblick, aber ab und zu, also in Zeiten wie diesen natürlich noch schwieriger, aber gibt es dann doch Zusage. Oder ihr startet mit Maske. Also letztes Jahr in Innsbruck, da war der Innsbrucker Ultra Trail, da hat man bei dem Start, beim Ziel Maske tragen müssen und bei allen Labestationen. Also das, ja. Dort wäre es gegangen. Also das hat geheißen, Maske auf vor der Labestation? Ja. Aber wie trinke ich dann genau? Du hast eine Schüssel mitnehmen müssen, die bist hingegangen, die haben das eingeschenkt, also die haben dir das reingegeben, du hast es nicht nehmen dürfen, und dann hast du wieder quasi dich entfernen müssen von der Labestation, dann hast du wieder runtergeben dürfen und dann hast du essen dürfen. Gut, da ging es aber dann ums Dabeisein, weil ich war schon zu diesen furchtbar ehrgeizigen Läufern zählend, die, wie gesagt, für irgendwo platziert, aber trotzdem dann sich matchen wollen. Und ich glaube, da hätte man die Krise bekommen, wenn der Typ mit dem Becher oder der Schüssel nicht daherkommt. Naja, wobei bei ab 100 Kilometer sind die Labestationen. Das ist ein lästiges Detail in der Zeit. Da habe ich auch keine Erfahrung, wenn ich schon beim Marathon gescheitert bin. Aber bei 10 Kilometer ist man vielleicht nicht gerade bereit, für jede Sekunde seine Großmutter zu verkaufen, aber bei einer halben Minute kommen wir ins Geschäft. Aber waren solche Dinge wie sagst du mal so Landschaftsbergmarathons, wie die Feitsch zum Beispiel, der Feitscher Grenzstaffellauf, einmal interessant? Das war kein Thema, was schon war, also nicht nur so profan rund um den Lainzer Tiergarten, so Läufe wie rund um den Aachensee zum Beispiel. Weil das ist nicht nur landschaftlich reizvoll, hat schon einen gewissen Adventure-Kick beinhaltend, weil da ist es ja so, dass man, ihr wisst das besser als ich, in meiner Erinnerung sind so 6 Kilometer circa, wirklich auf Steigen am steil abfallenden Felsufer entlang läuft. Und egal wie sie den Lauf machen, man kann es nur falsch machen, denn es wäre ja zunächst naheliegend zu sagen, das kommt eher erst gegen Ende, dieses Stück, weil da ist das Feld schon weit auseinandergezogen. Nur denkt sich da der Veranstalter wahrscheinlich nicht so unrecht, dann sind auch alle schon erschöpft und es fallen umso mehr in den See und es kreisen dort wirklich die Rettungsboote. Die andere Lösung ist aber auch nicht viel besser. Nach einem Asphaltstück von vielleicht 1,5 Kilometern nur, fällt wirklich dicht geschlossen, geht's dann schon los mit 6 Kilometern auf Steigen, diesem Felshang entlang.
und manche kriegen auch die Überholkrankheit dort. Also sie glauben wirklich, der Lauf ist 25, 28 Kilometer irgendwas um den Dreh. Sie können das auf Kilometer 3 dort gewinnen und setzen dann die Ellbogen ein. Also als typische Großstadtpflanze mit geringer Trittsicherheit, der auch kein guter Bergsteiger war. Sagen wir so, als das vorbei war, habe ich bis ins Ziel nur überholt. Aber da war ich dann eher im Bremsschritt unterwegs. Das Lustige ist, die Distanz kann nicht lang genug sein. Es ist bei jedem Ultra-Trail ist das meistens so, du laufst irgendwie so 1, 2, 3 Kilometer auf der Straße und dann biegst du irgendwie auf den Berg ab. Und selbst beim 120-Kilometer-Lauf, den ich mal mitgelaufen bin, haben sie sich nach 2 Kilometer, hätte es geglaubt, das ist ein 5-Kilometer-Lauf, weil sie sich bei dieser Enge so gematcht haben und dann sind es rechts außen am Weg vorbei. Man dachte, als ob es da in 3 Kilometer aus wäre. Aber das ist, glaube ich, so in den Leuten so verankert, das kriegt man nicht mehr raus. Da hätte ein Psychologe sicher seine Freude. Kann mich an einen relativ kurzen, zwar Lauf in Salzburg, aber so 8, 9 Kilometer war er trotzdem erinnern. Da gab es einen schmalen Steig zur Flussüberquerung der Salzach und die Hälfte dieses ohnehin schmalen Steigs war auch noch eine Baustelle. Und das kam nach circa 500 Metern und der Veranstalter hat vor dem Start einen Fehler gemacht, darauf hinzuweisen, bitte dort langsam, dort kann man nicht überholen. Es wird auch nicht der Lauf nach 500 Meter entschieden, hat aber dazu geführt, dass überhaupt alle wie die Irren losgesprintet sind, catch as catch can, weil man ja dort in Führung sein musste, vermeintlich. Natürlich. Das ist aber beim Großglockner Berglauf ist es auch so, da gibt es drei Stellen gibt es, wo es wirklich Schilder gibt mit Überholverbot. Man darf dort nicht überholen, weil wenn man es tut, wird man aus dem Rennen genommen. Weil es einfach dort, weil die haben, weiß nicht, 150 Bergretter auf diesem Weg nach oben. Und das ist einfach zu gefährlich, wenn dort Leute überholen. Wobei ist das weiter oben schon? Also da brauche ich kein Schild mehr. Das Überholverbot gilt dann für mich auch. Also da bin ich sowohl schon so erschöpft, als auch wiederum zu feige, um da noch zu überholen. Es ist noch, ich glaube, 5 Kilometer oder 6 Kilometer. Und der Lauf ist ja nur, ich glaube, wie lang ist der? 13? 14? Also noch die schnellsten, also die Andrea Meyer, war, glaube ich, nach 1 Stunde 12 durch. Ja, ich kenne nur den, der wirklich auf der Straße ist, wo auch die Radfahrer fahren, weil da hat mich immer fasziniert, dass die Siegerzeit vom Laufen knapp über 1 Stunde bei den Männern jetzt nicht viel, Contador ist einmal hochgefahren als Radfahrer, über den 50 bis 55 Minuten, die der brauchte, lag. Natürlich muss man sagen, der hat es im Rahmen einer 200-Kilometer-Etappe gemacht und nicht nur ein Einzelbergzeitfahren. Aber das hat mich fasziniert, wie schnell man da hochkannte, ohne dass ich Bergläufer bin. Heute ist es so, dass man von unten, wie heißt das unten, dieser Ort, ich habe vergessen, losläuft auf die Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Kann das sein? Gibt's ja. Ja, diesen riesen Kobel, den sie da in den Berg hineingerammt haben, mit Busparkplatz und so weiter. Und die Radfahrer fahren am ersten Tag eben die Straße nach oben, die Läufer am zweiten Tag den Wanderweg nach oben, der 12, 13 Kilometer lang ist. Und es gibt auch eine Kombinationswertung für die ganz Wahnsinnigen. Aber die Zeiten sind wirklich so bei 1 Stunde und ein bisschen, also der ganz schnellen. Ich war eher so 2 Stunden. Ich wäre vielleicht, wobei bergauf lag mir da gar nicht so schlecht, aber noch schlechter gewesen. Weil wenn du einen Berg überziehst, dann ist es wirklich vorbei. Richtig. Also vor allem dieser Schluss, genau zu dieser Höhe rauf, wo sie diese Bahnschwelle in diesen Berg hinein gezimmert haben, da hat sich, weiß nicht, 40% Steigung oder so. Und das Schöne an dem Lauf ist, sie starten die Schnellen zuerst, dann die Langsamen, dann die ganz Langsamen und dann ist eine halbe Stunde Pause am Start und dann startet die Elite. Das heißt, die Elite kommt dann ins Ziel, wenn die meisten anderen schon oben sind. Man steht dann oben, schaut diese 40% Gefälle nach unten und sieht Menschen dieses Gefälle oder diese Steigung rauflaufen und man schaut runter und denkt sich, na, Freunde, so nicht. Da steht man dann oben und denkt sich, Jonathan Wyatt, der Berglaufstar meiner jüngeren Jahre, kommt jetzt erst daher und ich bin ja schon da. Ne? Ja, aber ich bin da gerade drauf gegangen. Ihr könnt da nicht drauflaufen, das funktioniert so nicht. Ja, so genau muss man ja nicht hinschauen. Man kann sich ja freuen, schon oben zu sein. Aber ich glaube, das ist für die Stars wirklich mal cool, dass sie ins Ziel kommen und da ist jemand. Weil gerade bei diesen Bergläufen, normalerweise kommen die oben an und sie sind halt die Ersten und dann
sind sie halt die Ersten. Und da ist halt keiner. Und bei sowas, wenn alle anderen Mitläufer schon da sind und die anfeuern, das ist schon, glaube ich, ganz cool. Aber ich muss zugeben, ich merke gerade, ein bisschen macht sie doch eine andere Sportart als ich, weil Bergläufe im eigentlichen Sinn, geschweige denn Ultradistanzen, waren halt nie meine Welt, da hat es nie gereicht dafür. Was eigentlich ganz interessant wäre, weil ich meine, du hast dich ja selber jetzt sehr ehrgeizig beschrieben und da, ich glaube schon, dass da ein gewisser, also wenn die Affinität da wäre für die Distanzen, glaube ich schon, dass man da mehr erreichen kann als jetzt im Marathon, weil ich sage, ich weiß jetzt nicht, was dein schnellstes Ziel war, also deine Zielzeit bei deinem schnellsten Marathon, aber wahrscheinlich gegen die weit weg von den Top-Leuten, aber mit jetzt einem Marathonzeit deutlich nur 3 Stunden bis bei gewissen Ultras, wenn es auch unter Anführungszeichen nur 50 Kilometer sind, doch relativ weit vorn. Also in Sachen, ja, also beim Wien-Marathon platzierungsmäßig wäre das ein sinnloses Unterfangen gewesen, sich irgendein Ziel, geschweige denn ein ehrgeiziges, zu setzen. Ja, ich kann mich outen. Das ist halt das Problem mit den theoretisch möglichen Bestzeiten im Marathon. Meine 10-Kilometer-Bestzeit war ganz knapp unter 33 Minuten, sagen wir 33, denn es war 32,57. Übrigens beim Innsbrucker Stadtlauf einmal gelaufen, der 10,5 Kilometer war. Sie haben nur netterweise auch nach 10 Kilometer gestoppt, sonst die unrunde Distanz hätte frustriert. Und der Halbmarathon war mal 1,12. Anders als der Innsbrucker Stadtlauf, allerdings nicht AMS vermessen. Also muss man fairerweise sagen, Plus-Minus-Range gab es da auch. Naja, und jetzt sagt man die Faustregel, Halbmarathonzeit mal 2 plus 10 Minuten, je schneller man ist, wird das dann weniger als die plus 10 Minuten. Da wäre schon sehr deutlich unter 2,40 und eigentlich unter 2,35 theoretisch drinnen gewesen. Die Betonung liegt aber auf diesem furchtbaren Wort rein theoretisch. Wobei 2,40 ist jetzt dann nichts, womit man sich gerade in Österreich verstecken müsste. Nein, aber es ist trotzdem die Preiskategorie, wo man irrsinnig viel trainiert, eben auch viel Ehrgeiz hat und dann trotzdem irgendwo im Niemandsland dahin zu schnaufen. Also für ganz vorne reicht es bei Weitem nicht. Also da hätte man schon einen sehr, sehr kleinen Marathon sehr, sehr weit weg sich suchen müssen. Und fürs Lauferlebnis ist es eigentlich auch weniger, weil da ist das Feld dann, ich kann es jetzt nur von Halbmarathons berichten, sehr schnell auseinandergezogen. Ja. Also das Lauferlebnis mit sehr, sehr vielen Leuten in der Gruppe irgendwo durch eine Stadt, wo man sonst nicht auf der Straße laufen kann über den Hauptplatz, hat man oft auch nicht. Und man ist dann auch noch abhängig vom Zufall, vom Wegen, Taktik und Strategie, denn entweder es läuft eine Gruppe sowieso ganz weit vorne weg, dann ist leicht. Aber wenn eine Gruppe ein bisschen schneller läuft, als man eigentlich sollte, ja, ab Kilometer 1 Mutterseelen allein dahinterher zu stapfen, geht nicht. Die nächste Gruppe ist vielleicht schon wieder weit zurück, dann hängt man sich halt dran und hoffend, dass die anderen genauso Taktikfehler machen wie man selber. Geht meistens halbwegs sogar auf, also die Hälfte der Gruppe, man ist dann auch selber dabei, die zerbröselt halt dann irgendwann. Aber wenn man etwas weniger zerbröselt als manche andere, geht es ja auch. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist gerade die Straßenläufe, Halbmarathon, also klassische Distanzen, Halbmarathon, Marathon, sind ja, ich würde mal sagen, wahnsinnig data-driven oder zahlengetrieben. Ist man da als Wissenschaftler sowieso sehr darauf fixiert, dass man sagt, ich schaue auf meine Kilometerzeiten, ich schaue auf meine Herzfrequenz, ich schaue auf meine Schrittlänge, ich schaue auf meine Wattwerte? Und deshalb ist dieser Straßenlauf toll, weil er so schön vergleichbar ist? Jein, die klassisch-wissenschaftliche Antwort, ein glasklares Jein, und das kommt drauf an, und das ist sehr komplex und kompliziert, was einem österreichischen Bundeskanzler Fritz Innerwarz, das alles so kompliziert ist, mächtig Ärger eingebracht hat, obwohl er recht hatte. Na, jein deshalb, weil in meinen jüngeren Läuferjahren, was aber auch schon ein Vierteljahrhundert so circa her ist, war das noch nicht so einfach, mit dem alles zu messen. Also die heutige GPS-Messung gab es in der Form gar nicht, wenn dann nur mit einem Pulsgurt, den man sich umständlich umschnallen musste.
damit auch keine automatischen Kilometerzeitmessungen. Man war also wirklich auf Markierungen angewiesen, was bei vielen kleineren Volksläufen nicht wirklich der Fall war. Und wenn, dann war es eine grobe Schätzung oder mit irgendeinem Radgerät gemessen. Kann schon sein, dass jetzt ein Kilometer kommt oder an Straßenmarkierungen sich orientierend Baukilometer. Damit war es so sklavisch nicht möglich und vor allem auch im Training nicht. Ich habe dann mit so Mitte 30 einmal aufgehört oder der zweiten Hälfte meiner 30er Jahre, einfach weil ich nicht mehr schneller werden konnte. Also da waren die Zahlen dann schon im Spiel. Und dann in meinen 40er Jahren nochmal angefangen mit Mitte 40 oder schon über 45 und wollte es nochmal wissen. Und da war das alles schon so detailliert möglich. Und da habe ich schon den Zahlmenschen in mir gemerkt, der also wahrscheinlich für Außenstehende einen seltsamen Eindruck gemacht hat, dass er beim Longjog dauernd auf die Uhr geschaut hat, um das auf die Sekunde genau perfektioniert einzuhalten, was ziemlich blödsinnig ist, weil 2,5 Stunden lang nur eben gibt es dann auch sehr selten, nicht mal der Donau entlang oder dem Inn entlang. Irgendeine Unterführung ist dann mal wo. Aber trotzdem, ja, da war es dann schon. Was ich aber nie gemacht habe, ist der Exhibitionismus, weil du Strava vorher erwähnt hast oder einfach Produktwerbung, Achtung, aber ich hatte halt Garmin, das dort sofort hochzuspielen, damit jeder sieht, jeden Grashalm, wo ich vorbeigelaufen bin. Das Bedürfnis hatte ich nie. Also ich habe es dann nur für mich gemacht oder in eine Excel-Datei ganz banal reinkopiert. Ja, ich kann mich erinnern, mein Vater ist ganz früh, als ich klein war, auch Marathon gelaufen. Der hatte noch so sein Logbuch war noch, was ich aus Papier, also der hatte noch wirklich sein Heftel gehabt, wo er dann immer nach dem Laufen irgendwie mit Uhr und der ist die Hauptallee rauf und runter gelaufen, da gab es ja Kilometermarkierungen und so irgendwie hat er sich dann die Kilometer, hat er sich gemerkt, wie viele Kilometer er ungefähr gelaufen ist, hat sie dann per Hand eingetragen, also es war früher echt noch sehr viel manuelle Arbeit, um da so ein bisschen Zahlen zumindest zu haben. Mein erstes Marathonbuch, das ich gelesen habe, war von, es gab zwei, ich hoffe der Vorname stimmt jetzt, Herbert jedenfalls Steffni, der selbst in den 70er Jahren ein Läufer war und ein Buch eben namens Marathontraining geschrieben hat, hat auch die spätere Wien-Marathonsiegerin Christa Wahlensieg dann trainiert und der hatte in diesem Buch als Anhang auch eine Tabelle mit den Kilometerzeiten und aber gleichzeitig bei Kilometer 9 muss ich dann dort oder dort sein, rein zeitlich gesehen, weil dadurch, dass es nicht automatisch mitgemessen wurde, das aktuelle Thema, wäre man mit dem Kopfrechnen ja überfordert gewesen. Und das haben sich die Leute dann, die weniger eleganten, kopiert und mit Leukoplast irgendwie auf den Unterarm gepickt. Andere mit einem nicht allzu leicht abwaschbaren Stift, zumindest einige 5 Kilometer, 10 Kilometer und so weiter aufgeschrieben auf nackter Haut. Das ist heute noch üblich, soweit ich das weiß, auf der Handinnenfläche, dass du da, oder außen irgendwie für 5 und 10 Kilometer Zeiten, weil während dem Laufen die meisten Menschen einfach mit Mathematik bei allem, was irgendwie über 2+3 hinausgeht, völlig überfordert sind. Na, also es kommt drauf an, 4 geht über 2+3 hinaus, aber nicht im Ergebnis. Aber also 400 Schnitt schafft man dann natürlich noch, aber wenn man irgendwie so eine unrunde Zahl als Schnitt laufen will, 3,42 oder so, das wird dann schon kompliziert, ja. Also ich habe schon ganz viel Zeit auf meinen Läufen und auch im Wettkampf damit verbracht, dass ich darüber nachgedacht habe, ich habe auf die Uhr geschaut, habe gesagt, aha, du bist jetzt so lange unterwegs, es müsste noch ungefähr so weit sein, du hast jetzt diesen Schnitt, das heißt, du müsstest wann ankommen, und habe dann irgendwie 4, 5, 7 Kilometer darüber nachgedacht, was das richtige Ergebnis ist, und es hat nie gestimmt. Also noch nie. Ich habe das einmal erlebt bei einem Lauf, weil wir vorher gesprochen haben über schöne Strecken rund um den Hallstätter See. Nicht ganz so dramatisch, dass man in den See fallen kann wie rund um den Aachensee. Aber da habe ich dauernd gerechnet in meiner Erinnerung, was aber vollkommen unsinnig ist, weil das ist kein Uferweg, sondern es geht wellenförmig immer bergauf, bergab, sowohl auf den Feldwegstücken wie auch auf den Asphaltstücken. Also irgendwelche Zeiten hochzurechnen ist absurd, aber ein Freund hat mir vorher gesagt, na, das kannst du laufen dort. Das war wahrscheinlich eine willkürliche Zeit, der hat sich da gar nichts dabei gedacht. Und ich war dauernd am Rechnen, kann sich das jetzt ausgehen? Wie gesagt, unsinnig. Ich wusste dort nicht einmal, mangels Streckenkenntnis, ob es jetzt dann um die nächste Kurve stark bergauf geht etc. Man konnte eh keine Kilometerzeit halten. Aber andererseits ist das aber auch ein guter Ausgleich, finde ich, weil das lässt einen die aktuellen Schmerzen vergessen und man hat zumindest im Kopf irgendwas zum Tun. Ja, da spricht es aus dir wahrscheinlich eher der Ultraläufer.
Bei Halbmarathon vielleicht, aber bei 10 Kilometer läufst du schon so wirklich an der Sauerstoffschwelle entlang und versuchst jeden Schritt irgendwie bewusst zu setzen, auch jede theoretische Abkürzung zu erkennen, wenn man ein bisschen innerhalb der Ideallinie, ohne über die Gehsteinkante zu stolpern, ein bisschen kürzer laufen kann, da ist man eigentlich völlig angespannt, zumindest wenn ich einen 10 Kilometer, der also wirklich genau die exakte Distanz war, ernst genommen habe. Also da ist nichts mit Entspannungstechniken. Das ist eigentlich eine sehr brutale Strecke, brutaler als Halbmarathon und ja, ich darf es nicht sagen, weil ich gescheitert bin, aber vielleicht sogar als Marathon. Definitiv. 10 Kilometer ist eine absolut qualvolle Distanz. Und ich muss sagen, ich habe bei meiner 10 Kilometer besser, die leicht über deiner liegt mit 38,59 und mir ist dieses 38,59 sehr wichtig und nicht 39. Das ist wieder die Großmutter, die verkauft wird. Richtig. Also, Oma, es tut mir leid. Ja, meine ist schon verstorben, also ich gebe auch eine Ehrenerklärung ab. Ich habe sie heiß geliebt. Meine noch nicht, deswegen tut es mir leid. Und da habe ich auch immer hochgerechnet und ich habe mir gedacht, das geht sich locker unter 39 Minuten aus und ich habe es dann um diese eine Sekunde geschafft. Also das kriege ich dann wahrscheinlich nicht aus mir raus. Wobei, das ist ja der große Witz dabei, wenn man gerade Ultras oder Bergläufe macht oder Bergultras macht, man weiß vorher schon, dass Kilometerschnittzeiten, die kann man sich einfach gleich 400 Meter nach dem Start in die Haare schmieren, weil die bringen überhaupt nichts, weil es geht halt manchmal 15% nach unten und dann geht's halt wieder einen Steig auf den Batscherkofel nach oben oder irgendwo auf den Col de la Seine oder so. In meiner Universität Innsbruck Zeit Batscherkofel hinauf, zumindest die erste Hälfte kenne ich durchaus. Ja, also das. Es ist ein wunderschöner Lauf, den haben wir gemeinsam. Wobei Seegrube fast schlimmer ist, also von der Steigung her. Das war, wie geht die Strecke nochmal? Das ist von Innsbruck, also vom Tivoli, sind wir nach auf die Mutterer Alm, dann über Birgitz auf die andere Seite, auf die Nordkette, dann auf der halben Höhe zum Höttinger Bild, übers Höttinger Bild weiter zum Romendi-Wirt nach Hall, dann durch Hall wieder durch den Talboden durch, auf der anderen Seite zum Herzsee und vom Herzsee dann irgendwie den geradesten Weg, den der Veranstalter gefunden hat, einfach rauf zum Batscherkofel. Also okay, deshalb heißt die Sache Ultra, ich meine, das laufe ich auch, aber in einem ganzen Trainingsjahr in Innsbruck, so auf der Art, nicht bei einem Lauf. Aber der Batscherkofel ist uns deswegen so in Erinnerung geblieben, weil das war Kilometer 88 und die schicken dich da 3 Kilometer mit 1000 Höhenmeter rauf. Also da sind wir dann, der Peter und ich waren damals gemeinsam unterwegs, da haben wir dann schon 2-3 Mal schlucken müssen, als uns, weil das sind am Start dieser Steigung sind dann zwei nette Damen von den Veranstaltern gestanden und haben eben darauf hingewiesen, dass da jetzt recht steil bergauf geht. Da haben wir dann schon kurz 2-3 Minuten schlucken müssen und uns sammeln müssen, bevor es dann weiterging. Ja, vor allem haben wir vorher gewusst, es kommt jetzt noch eine Steigung, es kommen noch ungefähr so viele Höhenmeter und es ist noch ungefähr so viele Kilometer sind über bis zum Ziel. Das heißt, das muss jetzt irgendwann einmal bergauf gehen. Und das ist nicht bergauf gegangen, es ist immer gerade. Denk mal, puh, jetzt wird es aber schon langsam eng mit der Steigung. Und plötzlich haben wir diesen Riegel gesehen, diese Wand, die wir da nach oben sollten. Dann haben wir gesagt, na gut, jetzt wissen wir, wo die 1000 Höhenmeter stecken. Ich bin da natürlich nur auf Anfängerniveau. Ich kann mich erinnern, einen Halbmarathon in Jochberg, also irgendwo jenseits von Kitzbühel. Und das Teuflische an der Streckenführung war, dass man zwar nicht an der Straße direkt, sondern schon auf Wegen rechts und links der Straße, aber im Wesentlichen von Jochberg talauswärts gelaufen ist, die ersten rund 10,5 Kilometer. Und logischerweise ging es da kontinuierlich bergab. Man wusste zwar irgendwie, es führt der Weg auch wieder zurück, es gibt keine andere Möglichkeit, hat es aber verdrängt und hat es natürlich mit einem viel zu hohen Anfangstempo kläglich gebüßt auf dem Rückweg. Gar nicht so extrem, nicht mit eurer Wand vergleichbar, Steigungen, aber es geht halt dann überhaupt nicht mehr bergab, 10,5 Kilometer. Und dann habe ich mich auch noch verlaufen und als ich dann gefühlt 50 Höhenmeter über mir, linker Hand, die Gruppe gesehen habe, habe ich überhaupt die Krise bekommen, weil da musste ich quer über eine Kuhwiese, dort Kuhfladen waren zum Glück keine, aber trotzdem da auch noch hinaufqueren und dann war es endgültig aus. Also ich kam ins Ziel, das war es aber auch schon. Aber ich finde, das Höhenmeter sind immer sehr relativ. Wenn ich einen schnellen Zehner laufe, und ich bin damals in Mödling gelaufen, und da geht es auch leicht bergab und dann wieder leicht bergauf und da ist immer die
die gefühlten 3 Höhenmeter des Harz immer wahnsinnig am Nerv gegangen, weil das zu anstrengend war. Wenn ich da echt auf der Sauerstoffgrenze, wie du vorher so schön gesagt hast, laufe, dann stört mich jeder Einzelne. Und wenn es nur ein halber Höhenmeter ist. Wenn das dann bei so einem längeren Ultra ist, ist mir egal, weil da ist die Zeit jetzt nicht ganz so wichtig und wie der Peter sagt, die Pace auch relativ. Da kann ich dann noch raufspazieren oder halt mit einem schnellen Schritt raufgehen. Das stimmt aber schon. Also man bildet sich dann sogar ein, die Wiener Prater Hauptallee hat ein leichtes Gefälle, wenn man auf dem Rückweg ist. Minimal, glaube ich, hat sie die sogar. Ich glaube schon 1 Höhenmeter. Genau, also doch, auf jeden Fall. Und das ist, wobei bei den 10 Kilometern in sozusagen meinem zweiten Laufsportkarriereversuch, Mitte der 40er Jahre und darüber, habe ich dann eine ganz gute Taktik gehabt, dass ich öfters mitlaufen konnte bei kleineren Volksläufen, wie gesagt, nicht mit der Elite, aber den besten Frauen, die dort am Start waren. Waren oft sehr viele aus Ungarn oder anderen Nachbarländern, für die auch das kleine Preisgeld attraktiv war. Und die hatten als Frauen dann doch schon der gehobenen Laufklasse ein sehr, sehr gutes Tempogefühl, das ich allein vielleicht gar nicht gehabt hätte. In meinen 30er Jahren war es dann meistens so, dass ich schneller laufen wollte, aber allein das Tempo zu finden, das dann auch gegen Ende des 10-Kilometer-Laufs noch passt, das war ungleich schwieriger. Sich dort anzuhängen, das hat was gehabt. Ja. Das war ein super Stichwort, nämlich das kleine Preisgeld bei solchen Läufen. Weil bei Volksläufen, also alles, was größer ist wie der Rupertstaler Weintraubenlauf und der Veltliner Lauf in Neustift im Felde, da gibt es nämlich nur Wein, also da ist das die Motivation zum Doping oder zum unfairen Sport noch gering. Aber alles, was darüber hinausgeht, da gibt es ja dann zumindest kleine Preisgelder, wenn man vorne mitspielt. Und das ist ja gerade im Ultrasport eher gar nicht so. Das haben wir mit dem Christoph Strasser ja auch schon geredet, der gesagt hat, beim Race Across America, da gibt es einfach kein Preisgeld. Und er findet das sehr gut, weil das den Sport mehr oder weniger sauber hält, im Gegensatz zu einer Tour de France, also einem Apothekerkastel auf 1000 Rädern. Wie ist da dein persönlicher Eindruck? Ich kenne Christoph Strasser, ich habe sogar mal ein Video besprochen, das er auf seiner langen Fahrt da beim Race Across America vorgespielt bekommen hatte und hat sich dann lange Zeit nachher natürlich auch bedankt auf ganz liebe Art mit einem Video seinerseits. Aber ich bin nicht so überzeugt, ob das am Preisgeld liegt, denn vom Race Across America verstehe ich nichts, aber Geld hängt ja trotzdem dran, wenn ich gewinne oder weiter vorne bin, weil meine Sponsorverträge und so weiter sich darüber definieren. Und ich bin auch bei den kleinen Volksläufen nicht sicher, ob es nicht mehr in der menschlichen Natur liegt, als an diesem 100-Euro-Gutschein für das nächstgelegene Dorfsportgeschäft, weil in der Größenordnung sind dann oft die Preisgelder, sondern mir nicht nachvollziehbar, aber man ist bereit, das zu machen. Es ist natürlich sehr schwierig, jetzt gerade als Wissenschaftler und als Analytiker ohne wirklich beweisbare Sachen in der Hand das zu erzählen, aber Tatsache ist, dass als ich wirklich so in meinen besten Zehnerzeiten unterwegs war und mit Leuten lange gemeinsam trainiert habe, wir eben so in diesem 33er-Bereich uns stabilisiert haben, wenn da plötzlich keiner junger, der von der Bahn kam, sondern der schon länger gelaufen ist, plötzlich noch eine Minute schneller wird über einen Sommer oder Winter, dann ist das, er hat auch seinen Beruf nicht geändert, also ist nicht zum Profi geworden, konnte auch nicht viel mehr trainieren, schon ein bisschen seltsam. Es gab damals in Wiener Prat und Umgebung auch den Iron Dog, zwar für die Triathleten hauptsächlich, aber auch von der Laufszene frequentiert, der besonders perfide im St. Anna Kinderspital in Wien gespritzt hat und gedopt hat. Dort sollen krebskranke Kinder behandelt werden. Ja. Also das ist dann wirklich Kommentar überflüssig. Das disqualifiziert sich noch mehr als jedes Doping selbst. Aber dieser seltsame Ehrgeiz, um den dritten Platz irgendwo zu machen, bringt Leute auch dazu. Und die fehlende Selbsterkenntnis, also was ich mir zugute halten kann bei all meinem Ehrgeiz, ich konnte mich wenigstens noch selbst ironisieren. Denn natürlich war es purer Zufalls- und Glücksfaktor, ob ich bei einem Lauf Erster, Dritter, Fünfter oder Siebenter wurde, wenn nämlich eine Trainingsgruppe sich entschieden hat, bei dem Lauf laufen wir auch mit. Und das waren 4, 5 Gute, dann war ich genau die 5 Plätze weiter hinten. Und wenn die gesagt haben, wir fahren doch ins benachbarte Waldviertel vom Weinviertel aus, dann hatte ich plötzlich eine Chance auf einen Podiumsplatz. Aber null hatte das mit meiner Leistung zu tun. Und davon hing es wirklich ab.
Aber das ist doch, da ist der Mensch mit seinem Ego doch sich selbst irgendwie im Weg, oder? Weil ich meine, wenn man einen relativ nüchternen Blick auf die Dinge hat und sich das quasi eingesteht, dass die Platzierung davon abhängt, ob jetzt ein paar gute dabei sind oder nicht, weil 33 Minuten ist eine Wahnsinnszeit, aber wenn jetzt da ein österreichischer Staatsmeister kommt, der halt regelmäßig auch unter 30 wenn Minuten laufen kann. Wenn ein Günther Weidlinger oder ein Michael Buchleitner 28 Minuten laufen, also ihr wisst, bei 5 Minuten Differenz, da für die 1,5 Kilometer brauche ich schon ein Fernglas, ja, um den noch zu sehen. Aber das meine ich ja, also, und deswegen bin ich auch irgendwie der Meinung, dass das Doping gar nicht sehr was mit Preisgeld zu tun hat, sondern vor allem mit Ego. Wenn ich irgendwie merke, da geht nichts mehr, aber ich definiere mich jetzt über die Zeit oder ich meine, es verdient zu haben, auch an die ranzukommen, dann greife ich vielleicht in die unerlaubte Trickkiste. Ja, es hat mit Ego zu tun, aber mein Ego leben wir alle aus, so wie das Fischerlatein, werden die Laufgeschichten immer ausgeschmückt etc. Und das sind halt harmlose Formen, wo man das ausleben kann. Manchmal glaubt man es im Verschönerungsspiegel der Erinnerung selber, dass das wirklich ganz genau so war. Und wenn man dann nachschaut, leider im Archivzeitalter möglich, ja, ich war ja in Wahrheit dort nicht auf Platz 3, sondern auf Platz 9 und so viele Minuten langsamer. Ja, aber das sind harmlose Formen. Ich verstehe es aber wirklich nicht, weil letztlich ist es der Körper. Ja. Nein, es gibt mir was einzuführen oder zuführen zu lassen, wo ich als Laie, Nicht-Mediziner, das nicht im Mindesten einschätzen kann. Es war aber natürlich auch eine andere Zeit. Da waren eben die wandelnden Apotheken Lance Armstrong und Jan Ulrich die Helden der Landstraße. Und irgendwie haben das alle gewusst und ich nehme mich da gar nicht aus. Mein Held war keiner der beiden, aber es war Marco Pantani, der den Drogentod gestorben ist nach einer lebenslangen Dopingsperre. Und ich wusste das, so wie es alle wussten. Aber sobald die Straße nur ein bisschen bergauf gegangen ist, ist Marco Pantani gegen jede Vernunft und gegen jede Chance einfach losgestiefelt. Und das war faszinierend. Und die legendäre Etappe über den Galibier und dann nach Les Alpes, glaube ich, hinauf ins Ziel, wo er Jan Ulrich fast 9 Minuten abgenommen hat. Jeder wusste, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und Ulrich hat einen schlechten Doping-Tag, Pantani einen guten. Aber ich bin da fasziniert davor gesessen. Ja, wobei, zwei Dinge dazu. Das eine ist mit dem Doping im Hobbybereich ist es ja auch schwierig. Also wenn wir uns den UTMB anschauen, wo der Florian letztes Jahr mitgelaufen ist, ein 100-Meilen-Rennen mit 10.000 Höhenmeter. So. Das geht dann bei den besten 20 Stunden und bei den, nennen wir es mal, ambitionierten Amateuren eher 40 Stunden, bis man im Ziel ist. Und ab der Hälfte wird halt dann gearbeitet mit Koffeinshots oder Ähnlichem, weil wenn es in die zweite Nacht hineingeht, ohne Schlaf, ohne Pause, dann ist ein bisschen Koffein vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt die Regulatorien der WADA sich anschaut, ich bin mir nicht sicher, ob der eine oder andere nicht einfach aufgrund dessen, was er ganz normal zu sich nimmt, nicht schon irgendwelche Grenzwerte irgendwo überschreitet. Aber das fällt bei mir tatsächlich, ich verstehe, dass es ins Doping reinfallen könnte, das wäre aber noch nicht drüber. Wenn jetzt jemand gleich beim Start sich 3 Ibuprofen reinschmeißt, weil er sonst überhaupt nirgends mehr hinkommt, das wollte ich gerade ansprechen, diese hohe Bereitschaft zur Selbstschädigung, Ibuprofen oder andere Schmerzmittel, um überhaupt starten zu können oder schon im Training oder gilt sogar als ärztlicher Kunstfehler meines Wissens, Cortisonspritze direkt in die Achillessehne, dass ich es wirklich erst merke, wenn sie reißt, weil ich ja keinen Schmerz mehr als Warnsignal bekomme und so weiter. Auch das habe ich als Tipp schon bekommen, weil meine Achillessehne geschmerzt hat und jemand hat gesagt, hochdosiertes Cortison, einmal rein, dann ist er Ruhe. Und gesagt, also meines Wissens gilt das schon seit Jahrzehnten als ärztlicher Kunstfehler und ist auch schwer klagbar. Aber ich denke mir dann auch immer, im Endeffekt, egal wie schnell man ist, man macht es ja irgendwie, es ist Freizeit, es ist irgendwie man, als Ausgleich zum Beruf oder irgendwie, weil es einem einen Spaß macht. Und wenn es dann irgendwie halt schon so weit kommt, dass ich dann quasi mir Cortison irgendwo reinspritzt oder dann halt irgendwie dopt, dann verliert es für mich einfach auch den Spaßfaktor. Das hat dann irgendwie nichts mehr mit Hobby zu tun. Das ist dann schon außerdem sind wir Läufer ja auch sehr egomanisch veranlagt und selbstverliebt. Ja, es freut einen, wenn ihm andere gratulieren, aber irgendwie läuft man ja auch für diesen Moment vorm Spiegel nachher, wo man sagt, genau, ich habe das geschafft. Aber da möchte ich das Wort Ich mit Überzeugung auch aussprechen können.
Und gerade im Amateurbereich oder auch im ambitionierten Amateurbereich ist es ja wirklich immer nur ein Laufen für und gegen sich selber, weil das ein Profi zu dem einen oder anderen Mittel greift, weil er sich denkt, oh mein Gott, ich muss mich, meine Familie, was immer ernähren mit meinem Rad-Profi-Vertrag oder mit weiß der Geier. Okay, das ist aber jetzt dabei umso eins ja völlig irrelevant. Und natürlich sind Menschen wie ein Bandani oder irgendjemand, der einfach völlig gegen jegliche Vernunft sagt, bis zum Anschlag, das ziehe ich durch. Die haben halt auch ein bisschen so einen Street Fighter Flair, wo man sagt, natürlich weiß ich das dopen, aber zwischen tue ich noch trotzdem gehen. Ja, wobei genau diese Vorbildwirkung das Problem ist, aber um auch was Positives zu sagen, wir haben ja bezeichnenderweise jetzt von Sportlern der 90er Jahre gesprochen und es ist besser geworden. Als ich dann mit Mitte 40 nochmal angefangen habe zu laufen, seltsamerweise war ich von den Platzierungen her oft im gleichen Bereich. Und zwar nicht erst in meiner höheren Altersklasse, sondern insgesamt. Da dachte ich zunächst, ja, es wird mehr Läufe geben. Dann habe ich mich wieder eingearbeitet, Laufsportkalender durchgesehen. Nein, also der Laufboom hat schon in meinen früheren Zeiten begonnen. Der einzige Unterschied war vielleicht, dass weniger Triathleten am Start waren, denn in meinen jungen Jahren gab es nicht so viele Triathlons auch. Dann sind die wirklich sehr, sehr guten Triathleten halt bei mehr Laufbewerben auch gestartet und die waren dann, vor allem die Sprint-Triathleten, sehr, sehr schwierig zu schlagen. Aber im Prinzip war ich langsamer, aber vom Platz her gleich. Und eine Erklärung, die ich als, wie gesagt, nicht belegbare These habe, war schon, dass diese Selbstverständlichkeit, da sind auch ein paar, die sich was eingeworfen haben in meinem Bereich dabei, vielleicht nicht mehr so da war. Und das zeigt doch eine Bewusstseinserweiterung, und ist ja was Positives, was allerdings wieder eine schlimme Geschichte ist, ich schon auch wahrgenommen habe, das war systematische Ausbeutung von vor allem Afrikanern, die in ihrem Heimatland unter ferner liefen waren, aber dreimal die Woche an den Start geschickt wurden bei Volksläufen, eben für diese kleinen Preisgelder. Und um einfach die Regeneration zu verkürzen, die haben zwar teilweise locker gewonnen, aber als mit drei Wettkämpfen pro Woche und das aber vom frühen Frühjahr bis zum späten Spätherbst, schaffe ich das ja körperlich gar nicht mehr. Und die wurden dazu quasi genötigt. Da gab es nämlich, ja, Manager wäre eine viel zu ehrenvolle Bezeichnung für diese Typen, die in irgendwelchen klapprigen Bussen die herumgeführt haben, die zu fünft in Zimmern schlafen haben lassen und vom Preisgeld, das eh nicht so hoch war, dann noch den Löwenanteil eingestreift haben. Und das ist auch nicht mehr heute so der Fall. Also da ist schon eine etwas bewusstere Szene, glaube ich. Das einerseits ja, andererseits haben wir das neulich, also jetzt auch beim Linz-Marathon, bin ich ja auch auf die vielleicht ja nächste Karriere von dir aufmerksam geworden, wieder einmal, nämlich auf den absolut begnadeten Sportreporter. Danke, was willst du trinken? Also ich habe mir das danach den ganzen, ich bin mitgelaufen und habe mir danach die ganze Übertragung nochmal angehört. Und muss sagen, selten, dass ein Kommentator so viel Ahnung von dem Sport hat, den er kommentiert. Ja, das beim Marathon, den ich zwar schon zweimal gelaufen bin bis ins Ziel, aber nie wirklich schnell geschafft habe. Aber gut, ich wäre auch nicht in der Welt der 2-10-Läufer gewesen. Aber danke, das Kompliment freut mich sehr. Ja, also ich hoffe, das war nicht dein einmaliger Ausrutscher. Nur dort hat man auch wieder gemerkt, der Sieger kommt ins Ziel und ich bin zufällig auch im Ziel gewesen, wie der interviewt worden ist nachher. Und das war halt so drei Sätze und das war's. Also ich weiß nicht mehr, wer dort gewonnen hat und wer Zweiter geworden ist. Dabei war es ein spannendes Rennen, weil der Tempomacher mit unaussprechlichem Namen vorne weggelaufen ist und sogar noch Zweiter wurde. Genau. Und ich unterstelle ihm, er wollte das auch als Sieger durchlaufen. Das hat man ihm auch zugestanden von der Rennorganisation her. Nur hätte er nicht noch vor dem Halbmarathon das Feld sprengen dürfen. War aber natürlich auch ein Corona-Jahr, also vom Organisationskomitee habe ich da mit Günter Weidlinger lange gesprochen, da war es schwierig, überhaupt Läufer zu bekommen. Es gab keine Vorzeiten von anderen Wettbewerben, weil die sind ja nicht stattgefunden haben, Corona-bedingt. Das war schwierig, überhaupt ein Feld aufzustellen. Man muss auch die Veranstalter verstehen, aber das ist vielleicht der Streitpunkt, dass man doch 2-3 schnelle
haben will. Man hat dann sehr aufs Frauenrennen gesetzt und hatte Glück, dass dort der Streckenrekord fiel, obwohl am Ende die spätere Siegerin eingebrochen ist. Aber das ist halt von der Logik dieses speziellen Corona-Jahresbewerb auch bedingt gewesen, muss man nachvollziehen. Aber es stimmt schon, den Bezug zu Linz, den hat man nicht gesehen. Die sind 2 Tage vorher eingeflogen und wahrscheinlich am nächsten Tag in der Früh wieder weg. Und also ich finde es ja immer schade, weil gerade so in diesem Straßenlauf-Metier, ja, an Kipchoge kennt man, an Bekele kennt man, ja, dann wird es schon langsam dünn und dann können also Kamoror, Cerono, Kacharan, Legesse, Gemerev, also ich könnte da jetzt schon noch lange weitermachen. Ja, ja aber also in der breiten Masse, wenn man jetzt halt den Skisport oder so anschaut oder andere Sportarten, ist es einfach, es sind mehr Typen unterwegs oder mehr Charaktere unterwegs, die nicht so austauschbar sind, zumindest aus meiner Ja, aber beim Skilauf fahren, da fahren ja immer die gleichen. Und bei den Marathons läuft jeder nur 2 Mal und es sind selten die gleichen im Wettbewerb zueinander. Genau, und gerade bei den Afrikanern gibt es so viele, die dort die 2:10 laufen können. Und die dann eingeteilt werden als Pacer, als Mitläufer, als Startnummer 7, als Weiß der Geier. Das ist oft, glaube ich, auch diesen. Als für die Zuschauer das Ganze schwierig macht, nachzuvollziehen, ist es jetzt einer guter oder ist es jetzt ein Zufallstreffer oder was ist es jetzt da? Naja, das liegt natürlich auch an der medialen Aufbereitung, die der Veranstalter auch inszeniert, denn für den selbst laufkundigen Zuseher, Zuseherin am Straßenrand kann ich null unterscheiden, ob jemand 3:00 läuft, also eine 2:06er Zeit beim Marathon, oder ob er 3:10 oder 3:15 läuft vom 5-Minuten-Läufer kann ich mit freiem Auge das dann unterscheiden erst. Also sorry auch von euch beiden oder von mir natürlich. Aber das ist den Leuten auch gar nicht bewusst, wie schnell das ist. Und das wird aber trotzdem inszeniert. Ich versuche das auch als Kommentator dann immer zu veranschaulichen, dass ich sage, die laufen rund 3 Minuten den Kilometer. Kipchoge sogar noch deutlich schneller in Richtung 2:50 oder ganz knapp darunter auf der Wiener Prater Hauptallee. Versuche mal einen Kilometer in 3 Minuten zu laufen, als sportlicher, junger Lauferfahrener. Und nachher darfst du den nächsten Baum umarmen, dich auskotzen, die Rettung rufen. Und ich habe sogar in meinem Buch da atemlos etwas zynisch geschrieben, ich nehme jetzt mal Leute, die bei Meisterschaften schon was gewonnen haben, also einen Podiumsplatz oder so aus, aber ansonsten zahle ich jeden ein Bier, der das nur schafft, einen einzigen Kilometer zu machen. Ich habe 2 Bier erst zahlen müssen, die das glaubhaft versichert haben, mir, das können sie, und einer hat gemogelt, der war zwar bei Einzelwettbewerben nie unter den ersten 3 bei österreichischen Staatsmeisterschaften, aber mal in einem Teamwettbewerb. Also da hätte ich es gar nicht zahlen müssen. Also erst bei diesem Bereich fängt es an, dass Leute das wirklich können. Es gibt ja jedes Mal beim Wien-Marathon gibt es ja von Ö3 diese Wette, können 42 Läufer gegen den Sieger antreten. Genau. Und es ist ja nicht, die gewinnen ja in den seltensten Fällen, also meistens gewinnt ja der Wien-Marathon-Sieger, weil diese Pace einfach wahnsinnig schwer zum Halten ist. 42 finde ich kaum. Und das, also 2:06 ist zwar die Bestzeit im Wien-Fecke, die ist einmal die 2:05 gelaufen, meines Wissens, aber auch wenn man dann ein bisschen aufrundet in Richtung 2:10, das ist kaum zu schaffen. Und ich habe es nie versucht in dem Sinn, aber ich weiß, wenn ich meine Schweinereitraininge gemacht habe, also 7x1000 Meter mit relativ kurzer Trabpause von 1:30, also wenn da einer zu besten Zeiten unter 3:10 ging, dann war das am Anschlag, was man nicht sollte, auch beim letzten nicht. Aber so in das war schon das Ultimative. Wenn ich einen Einzelnen versucht hätte, hätte ich es wahrscheinlich von den Bestzeiten her gerade mal geschafft, aber auch zu denjenigen gehören, die sich nachher den Baum zum Abstützen suchen und vielleicht gerade nicht die Rettung rufen, weil ich habe auch meinen Stolz, aber sehr unauffällig ausspucken, sagen wir es mal so. Also ja und ja, weil der Florian und ich hatten ja auch einmal eine Bierwette laufen, wo er gesagt hat, die Pace von Kipchoge schaffe ich nicht. Das waren 800 Meter, weil wir gesagt haben, 800 Meter Bewerb, im Dusiker Stadion. Doch, geht sich aus und ja, die Geschichte mit dem Baum ist ganz nahe. Es war leider keiner da im Dusiker Stadion, aber ich hätte gerne einen gehabt.
Wobei die brutalste Strecke ist vielleicht sogar die 400-Meter-Runde. In meinen jungen Jahren gab es im Wiener Stadion, das hat man jetzt auch wiederholt, einen Jedermann-Zehnkampf. Und da ist ja dann auch der 400-Meter-Lauf und jeder hat sich gefürchtet am zweiten Tag vor dem abschließenden 1500-Meter-Lauf. Nur, das haben die Leute halt langsam bewältigt, aber mehr oder weniger alle bewältigt. Aber diese 400 Meter voll auf Anschlag zu laufen, da hat man, das glaubt man nicht, auf den letzten 100 Metern der Zielgerade Leute sowas von sterben sehen, das habe ich bei einem Halbmarathon selten erlebt. Ja, also 400 und 800 Meter sind, glaube ich, wirklich die, das sind wirklich brutale Geschichten, weil alles, was so über 1,5-3 Kilometer hinausgeht, nimmt man sich eine Pace vor und die versucht man zu halten. Aber taktieren auf unter einem Kilometer, das ist einfach feuerfrei und hoffen, dass es reicht bis ins Ziel. Bestenfalls. Ja, wenn es dann gut klappt. Aber mir bleibt ja noch eine Frage offen. Also ich kenne zwar einen Teil der Antwort, aber sicher nicht alle Hörerinnen. Die zweite Laufkarriere in den 40ern. Jetzt da keine Laufkarriere. Also erstens, warum? Und kommt vielleicht noch eine dritte Laufkarriere oder wo geht also die Reise? Also zunächst in den 40ern war wahrscheinlich das typische Ausdruck einer Midlife-Crisis und besser als saufen oder Drogen nehmen ist wieder zu laufen beginnen. Also ich bin natürlich immer wieder laufen gegangen, aber systematisch zu trainieren. Und auch wenn ich es um keinen Preis der Welt damals zugegeben hätte, irgendwo war im Hinterkopf das Ziel, ich möchte einen Volkslauf noch einmal gewinnen. Und zwar eben nicht in der Altersklasse wiederum, sondern insgesamt mit dem Glücksfaktor, hoffentlich kein Guter am Start, einem anderen geht das Schuhband auf, was immer, aber ich wollte gewinnen. Und das Dumme war dann, ich habe dann im späten Frühjahr oder im Sommer, beim Sommerlaufcup in Wien begonnen wieder mit Wettkämpfen, habe in der Gesamtwertung sogar diesen Sommerlaufcup gleich gewonnen, aber das hat nicht gezählt, denn das war pure Arithmetik. Nicht alle sind bei allen Bewerben gestartet. Ich war nirgendwo Erster, teilweise nicht mal annähernd und so ist es sich halt irgendwie ausgegangen aufgrund der Addierung der Ergebnisse. Aber dann im Herbst, relativ knapp vor der Nationalratswahl, das war 2013, weiß ich noch, weil da habe ich lange überlegt, sollst du da eine Woche vorher noch starten oder nicht, habe ich dann den legendären Stammersdorfer Winzerlauf, also auch sowas mit Main gewonnen in Wien-Stammersdorf. Da geht es auch rauf, irgendwie die Kellergasse auf den Biesenberg und wieder runter, weil ich Glück hatte auch, bin ich schlecht gelaufen an dem Tag, aber ab dem Moment war die Motivation weg, über den ganzen Winter dann durchzutrainieren. Weil dann hatte ich das, was ich damals niemandem erzählt habe, meine geheimste Wunschvorstellung war, irgendwann einmal da wieder doch noch, was selten auch vorher passiert ist, als Erster ins Ziel kommen, wäre schon schön, erreicht. Und da hat es gefehlt. Dann hatte ich noch den Gedanken, naja, wenn ich jetzt die Form so halbwegs halten kann, bis ich 50 werde, in der M50, wird es dann auch bei größeren Läufen. Langsam. Oh ja. Ich werde nicht schneller werden, aber bis dahin zu halten. Mein Freund Peter Lasnitzka zum Beispiel, der jetzt schon längst M60 ist, der wird dann Zweiter in Frankfurt einfach so, in der M55. Und da war dann ein tragischer Anlass, also ich hatte eine schwere Infektionskrankheit, Endokarditis, nicht googeln, ist nicht schön, Kurzfassung, eine bakterielle Infektion an der Herzklappe, musste nicht operiert werden, alles gut, konnte medikamentös behandelt werden, aber da war ich froh, dass ich überhaupt noch laufen kann. Und jetzt bin ich, wenn ich eine beschönigende Antwort gebe, so der dreimal die Woche Jogger. Ja, wenn ich die dreimal die Woche nur wirklich das ganze Jahr regelmäßig durchhalten würde, hätte jetzt mir die Frage doch im Sommer gestellt, da hätte ich stolzer beantworten können. Weil da dreimal die Woche ein Stündchen laufen, auch mal viermal die Woche, aber weit weg von täglich oder fast täglich. Das ging im Sommer, kaum habe ich die Ausreden wieder. Es ist nass, es ist kalt und überhaupt, vor allem und überhaupt, ist es schon viel seltener und ich sollte mal wieder was tun. Ja, diese Tage machen es einem die Politik auch nicht so einfach. Mit den ständigen Regierungswechseln hat man auch ständig was zum Arbeiten. Da sind ja die Ausreden dann auch viele. Ja, aber ich glaube, man tut jetzt den Politikern früherer Generationen zu viel Ehre an, wenn man sagt, da war alles besser. Also auch als ich wirklich viel trainiert habe, eben deshalb in der Früh, da waren sie vielleicht noch nicht munter oder warum auch immer, da ging das ja auch mit einem Training, das zu vereinen. Und ich habe angefangen, nicht ganz als erste Fernsehanalysen, aber als eine der frühen den US-Wahl
Krimi zwischen Al Gore und George Bush, den Jüngeren, wo man ja wochenlang gebraucht hat, wer gewonnen hat. Also da war es mindestens ebenso dramatisch und da habe ich auch Lauftrainings geschafft. Das heißt, Sport ist noch immer aktuell. Also das war jetzt da keine sportbeendigende Krankheit, Gott sei Dank. Es war eine sehr lange unterbrechende, weil da gab es auch eine lange Phase, ob wirklich alles wieder gut ist. Auch psychisch ist das natürlich sehr belastend. Aber irgendwann, so gesehen, einer der wenigen Vorteile auch von Corona, kam dann, geh doch mal wieder laufen. Oder auch ganz banal mit zunächst mal längeren, schnelleren Spaziergängen. Und so, dass ich eben zumindest im Sommer dann immer so weit bin, ich gehe so ein Stündchen laufen und kann mich nicht lösen, dass ich die Uhr mit habe, aber ich habe die soziale Intelligenz, dass ich meine Pace nicht auf sozialen Medien dann poste. Aber das heißt, die Reise könnte tatsächlich so in vielleicht Laufen, Wandern über längere Strecken irgendwann mal gehen? Nein, also das ist wirklich, dass da das Maximum ist und ich fühle mich da sehr zufrieden. Sagen wir Läuferinnen und Läufer ab und zu, du könntest ja da noch mitlaufen etc. Jetzt nähere ich mich schon der M55, aber nein, also diesen Ehrgeiz habe ich wirklich nicht mehr. Da reflektiert man dann auch nach Krankheiten, wie viel will ich wirklich. Manchmal reflektiere ich zu viel und bin dann zu faul, aber das... auch dieses in der Früh wirklich sich den Wecker stellen, weil ich nur in der Früh zeitlich am besten konnte. Wirklich bei absolut jedem Wetter. Also das mit dem Glatteis als Eingangswitz war ja bitterer Ernst. Also ich habe damals in Innsbruck an der Universität gearbeitet und dort gelebt. Ihr wisst, dass in Innsbruck für Nicht-Tiroler das beleuchtete Stück war zumindest damals am Innufer nicht allzu lang. Und alles, was dann Richtung Granepitten hinausging, also wo der Flughafen war, bei Glatteis in der Früh bei Dunkelheit schon ziemlich abenteuerlich. Ja. Aber ich höre es zumindest raus, du hast zumindest deinen Frieden mit dem Laufen gefunden, tust das halt so noch, wie es dir Spaß macht. Ich konnte meinen Bubentraum erfüllen und einen Marathon kommentieren das war wirklich ein Bubentraum, weil nur da kann ich wirklich den Kommentator machen. Ich kann von anderen Sportarten politische, gesellschaftliche, teilweise auch wirtschaftspolitische Aspekte analysieren, aber ich verstehe nichts von Fußball im Sinn von, ob die Viererkette gut aufgestellt ist, ob man mit einer Doppel-Sechs im Mittelfeld spielt oder mit einer falschen Neun als Mittelstürmer. Da bin ich Laie und würde mich lächerlich machen als wirklicher Kommentator. Der einzige Sport, von dem ich über den Fanstatus, da bin ich ein großer, hinaus was verstehe, ist nun mal Laufsport und da war schön, dass ich die Chance beim Linz-Marathon bekommen habe. Ich glaube, im Wirtshaus am Stande schon das sagen, dass der ein oder andere ORF-Kommentator vom Fußball ähnlich viel vom Fußball versteht, wie du jetzt meinst, dass du verstehst. Also vielleicht... Ich glaube, da tut man denen beim ORF sehr unrecht. Außerdem ist ja Herbert Prohaska dann dabei. Der Job ist schon vergeben. Ja, Herbert Prohaska muss sich nicht fürchten. Ich habe keine Ambitionen, ihn dort abzulösen. Auf jeden Fall. Aber hoffentlich werden dann noch mehr Laufveranstaltungen ja vielleicht kommentiert. Mich würde das mich sehr freuen, weil es mich tatsächlich sehr kurzweilig das Ganze macht. Weil man muss halt schon sagen, 2 Stunden an Marathon zuschauen, es ist wie der Tour de Ski zuzuschauen. Kann man machen, aber man muss halt schon ein bisschen an Vogel haben. Da muss ich auch aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern und es ist jetzt gegenüber meinem Partner Medium ORF ausdrücklich lieb gemeint, aber die Ressourcen von der Übertragung her, am Personal, am Motorrädern beispielsweise, von einem Linz-Marathon ist natürlich nicht gerade London oder New York. Das heißt, auch das Bildmaterial ist einfach limitiert. Ich habe nur 2 oder 3 Motorräder, die sich dann wieder hinten einfädeln müssen, damit ich auch die Frauenspitze ins Bild bekomme und so weiter. Ich habe nur 4 fixe Zeitmessstationen. Ich habe nicht das Equipment, um von 3 Gruppen laufend die Zeit mitverfolgen zu können. Macht es auch für das Kommentieren übrigens schwieriger, weil wir saßen im Landesstudio in einem sehr, sehr kleinen Kammerl, alle getestet und geimpft, aber eben das Kammerl war wirklich sehr klein. Und da hat man nicht die Möglichkeiten, jetzt eine Dramaturgie aufzubauen, die ja manchmal auch nicht gegeben ist, wenn bei einer relativ dünnen Spitze die sehr bald auseinanderbröselt. Das ist aber tatsächlich auch sehr schade bei solchen Laufveranstaltungen, dass oft wirklich nur das Spitzenfeld gezeigt wird
Natürlich, je kleiner die Veranstaltung oder je weniger Ressourcen da sind, desto schwieriger wird es, auch was anderes zu zeigen, weil da ist halt niemand, der was zeigen kann. Aber es fokussiert sich dann halt ganz oft auch auf 7 Leute und die restlichen x Menschen wir kommen halt gar nicht ins Bild. Also es ist auch schwierig, weil man macht die Sendung ja fürs Publikum, nicht für uns Laufsport-Freaks. Und es gibt Laufsportinteressierte, die aber nicht die völligen Freaks und Nerds wie wir sind. Und die wollen halt auch diese Spitze sehen. Die wollen auch, dass unter 2:10 gelaufen wird, was ganz knapp geklappt hat in Linz. Aber da ist es zu sehr Insider-Thema, wenn man jetzt sagt, das ist der zweitbeste Österreicher oder Österreicherin irgendwo, also Feld ist es dann keines mehr, aber mitten in der Läuferkette, das ist schwierig. Und da ist es auch schwierig, die Geschichten dazu zu haben natürlich, weil deshalb hat mich das Kompliment auch gefreut. Ich habe mich natürlich auch versucht, auf das rein Sportliche vorzubereiten, nicht nur Dinge, die ich weiß, wie die erste Frau, die in Boston den Marathon illegal mitgelaufen ist oder über Grete Weitz und ihre New York-Siege, das hatte ich ja aus dem Gedächtnis parat. Aber bei der Spitze kann ich mich über worldathletics.org im Internet zumindest ein bisschen informieren und Google halt dann ganz banal, Dr. Google ist der Freund des Wissenschaftlers, nach Ergebnissen etc. Das wird dann schon ziemlich schwierig. Ich bin am Tag vorher noch die Startliste durchgegangen, weil mich die Frage interessiert, na gut, besten 3 Österreicher, besten 3 Österreicherinnen. Das ist aber dann schon schwierig. Also da ist dann ein Triathlon Vize-Staatsmeister, da denkt man sich, okay, der müsste es drauf haben. Dann sieht man aber einen anderen, wo man aus dem Gedächtnis wiederum dachte, ja, der war mal recht flott, aber was mache ich dann mit einer Bestzeit aus dem Jahr 2015, im Jahr 2021? Also man kann so überhaupt nicht wirklich was sagen. Dann ist es ein bisschen unglücklich, weil da hat jemand, das war ja 2 Wochen nach dem Graz-Marathon, jedenfalls sehr knapp danach, der vermeintlich beste Österreicher, der dort schon irgendwas zwischen 2,20 und 2,25 gelaufen ist, wollte dann nochmal in die 2,20 haben. Und da hatte ich dann nur die Geschichte, das glaube ich nicht, dass das gut gehen kann. Das ist natürlich dann auch nicht so aufbauend, wenn ich da aber wie in der Politikanalyse dann der bin, der den Finger zu sehr auf wunde Punkte legt. Aber ich hatte recht, also das ging auch nicht gut. Er hat es lange probiert. Er lag viel länger, als ich dachte. Das muss ich jetzt ausdrücklich dazu sagen, noch auf Kurs. Aber es ging dann eben doch nicht gut. Wobei, da hat ja Red Bull bei ihren Events wie den Wings for Life Run so, also die haben ja den Vorteil im Gegensatz zu einem Marathon, der einfach schon länger als das Fernsehen da ist, dass die Events quasi so ein bisschen um die Berichterstattung schon bauen und dann auch wirklich ein massenzuschauertaugliches Format auch aus dem Boden stammt. Aber das ist ja nicht live, oder? Der Wings verläuft. Doch, doch. Der wird auch live übertragen, okay. Und vor allem, er wird live übertragen und er startet ja überall gleichzeitig. Das wusste ich, aber ich dachte, da wird dann geschickt auch geschnitten und eine Dramaturgie draus gemacht. Okay, dann habe ich das gelernt. Live und es ist insofern ganz lustig, wenn sie das Bild im Bild zeigen und dann 4 bis 8 Läuferinnen gleichzeitig zeigen, die an verschiedenen Orten zum gleichen Zeitpunkt noch unterwegs sind und von verschiedenen Autos gejagt werden. Das ist schon, also aus Zuschauersicht schon sehr sexy. Also man muss generell sagen, es ist, ich bleibe bei dem Begriff für Freaks und Nerds. Beim Linz-Marathon kamen ein paar Verwandte und engste Freunde vielleicht dazu, aber es war Skirennen am anderen Kanal. Ich glaube, der Auftakt der Saison in Sölden. Was mehr geschaut wird. Man hat dann ein paar Wechsler gehabt. Also man konnte sicher, wenn man die Quoten verfolgt hat, genau feststellen, wann zwischen den beiden Durchgängen. Wann ist die erste Gruppe vorbei? Wann ist 30 vorbei? Dann schauen wir mal kurz rüber. Um mal kurz die Brücke noch ganz kurz zum Ultra Trail zu legen. Da gibt es ja beim UTMB, also diesen, der Peter erwähnt, den 100 Meiler mit den 10.000 Höhenmeter, die machen seit 3 Jahren auch eine Live-Übertragung. Und man denkt sich auch bei 100 Meilen, das geht ja von 20 bis 46 Stunden, könnte auch Fahrt sein, ist aber durchgehend spannend. Also ist immer im letzten Augustwochenende. Falls sich das auch einmal interessiert, wie so Ultra Trail abläuft, kann ich auch diesen Livestream dir wärmstens ins Herz legen. Also wir betonen das jetzt nochmal, aber ich gebe jetzt keine leichtfertigen Versprechungen ab. Okay, kein Problem. Ich wollte es nur erwähnt haben, damit du so einen Anreiz hast, so in die Ultrawelt reinzuschnuppern. In meinem Alter braucht man seinen Schönheitsschlaf dann schon. Ah, so ist es. Na gut. Gut. Florian, hast du noch? Nein, ich bin fertig. Eine Frage? Ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich bin glücklich, mittlerweile auch ein bisschen
atemlos. Ich wollte es auch noch einmal unterbringen. Das Buch, das ich auch jedem sehr ans Herz legen kann, weil es mich wirklich sehr kurzweilig und lustig ist. Im Brandstätter Verlag? Im Brandstätter Verlag, und ich hoffe, glaube, denke, es gibt es noch als E-Book ganz sicher, aber auch noch als Print, obwohl das erfreulicherweise irrsinnig viele Leute gelesen haben. Aber auch das war ein Bubentraum, einfach mal ein Sportbuch zu schreiben, und das hat einfach riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe das E-Book gelesen, kann ich es empfehlen. Ich auch, aber es ist wirklich auch als Leser macht es unheimlich viel Spaß. Wir danken dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es war super spannend und danke. Ich sage danke für die Einladung. Keep on running. Dankeschön. Danke. Tschüss.